Hey, hallo und willkommen zurück bei Minecraft. In der letzten Folge haben wir ein bisschen schon eingerichtet und ja, es sind auch die ersten Villager eingezogen. Ich habe auch schon die ersten Probleme mit ihnen. Sie spawnen ja ganz gerne Golems und ich habe sehr viele Creeper, das schon mal dafür gesorgt hat, dass ich hier ein paar schöne Löcher hatte. Hier habe ich schon ein bisschen mit Deko herumprobiert, was so geht. Ob ich das jetzt hier stehen lasse, weiß ich noch nicht. Das nächste. Ihr wolltet ja die Einrichtungen ein bisschen sehen schon. Ihr hört's, da sind schon welche unterwegs. Hier habe ich noch mit Beleuchtung ein bisschen gearbeitet. Und hier oben ist der Wohnbereich. Was machen die da? Was machst du da oben? Von, ja, so wie es aussieht, Gärtnern. Weil ich hier Komposter habe, geh da weg, wenn ich gerade was erkläre. Lass die Tür in Ruhe, habe ich gesagt. Ich habe hier hinten, hier hinten habe ich eine Redstone-Laterne eingebaut und darüber. Ihr seid doch wirklich Schwachmaten. Darüber so gebaut, damit die Fackel, die da hinten steht, wirklich verdeckt ist. Das ist mal das eine Haus. Die beiden, glaube ich, kommen hier nie raus, weil das mit der Leiter ist ihnen, glaube ich, zu hoch. Das nächste Haus, da war ich ja schon mal ein bisschen an einrichten, das habe ich jetzt umgeändert. Wirklich viel hat sich nicht getan. Ich habe mehr mit den Paintings und so gearbeitet hier. Und eine kleine Einrichtung gemacht. Die Leuchtrahmen, die mit den Leuchtfischen machen, mit den Leuchtsquids machen kann. Ja. Sagen wir mal ja. Kann man lassen. Wirklich, wirklich als Leuchtmittel könnte sie nicht verwenden. Das ist rein wirklich nur Deko. Hier, das ist der ärmste Kalle. Der hat ja nur ein Bett hier. Aber ich glaube, er ist ganz glücklich damit. Er geht nämlich gar nicht erst raus. Unten das Highlight für ihn. Der hat eine richtig schöne Kellerbar, wenn man es so haben will. Hier gemütlich zum Sitzen. Hier hat er einen Cocktailmixer in Form eines Brausteins. Sieht eigentlich gar nicht mal so unschick aus. Also ich würde mich wohlfühlen. Geh weg, lass mich in Ruhe. So. Das war's von der Einrichtung ein bisschen. Es hat sich auch so in der Zwischenzeit einiges getan. Nämlich am Hafen ist erstmal dieses Gebäude hier fertig geworden. Und ich habe immens viel Pflaster verlegt. Immens viel Pflaster verlegt. Wirklich viel Pflaster verlegt. Ihr seht's, sind immer so kleine Kabinen. Ich habe auch jetzt nur noch eine stärkere Mauer. Das habe ich alles umgeändert, habe mich für ein ziemlich normales Dach entschieden dann. Und ja, hier ist das Highlight der ganzen Bausession, die ich in letzter Zeit hatte, nämlich der Leuchtturm. Mit dem Leuchtturm habe ich jetzt einiges noch vor. Ich brauche als erstes brauche ich ein Minecart. Habe ich noch Eisen? Ich habe noch Eisen hier. Sind ja Loren. Und zwar brauche ich eine ganz normale Lore. Und ich zeige euch auch gleich warum. In den Leuchtturm habe ich mir nämlich eine Kleinigkeit einfallen lassen. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Lasst es einfach so stehen, wie es war. In den Leuchtturm habe ich nämlich etwas eingebaut. Nicht nur, dass da oben sehr viel Glowstone ist. Nein, da ist noch was anderes drin. Ein kleines Highlight. Hier muss ich erst Stufen verlegen, so weit bin ich tatsächlich nicht gekommen. Das Gitter bei den Fenstern fehlt auch noch. Aber ich habe mir ein kleines Highlight einfallen lassen. Und zwar ist es dieses. Erstmal kann man hier raus. Das ist schon mal das Erste. Kann man rundherum. Rundherum ist nie verkehrt. So, aber es geht um das hier oben. Seht ihr das?
Hier sind Schienen verlegt und zwar mit Sensorschienen. Und wenn ich jetzt das Winecard hier reinstelle, das fährt jetzt immer schön brav im Kreis und die Lichter hier, die Redstone-Lampen, die blinken. Es wird auch ein Baututorial für diesen Turm geben. Es gibt ein altes Baututorial davon, aber da ist die Tonqualität noch sehr, sehr schlecht und der Schnitt auch sehr, sehr schlecht. Deswegen will ich es einfach neu machen. Beziehungsweise ich hatte in den Schnitten keinen Übergang. Also zack und es war fertig und zack und nächster Bauschritt. Da war ich noch nicht da, wo ich jetzt wieder bin mit dem Schneiden. So, da vorne geht es natürlich auch noch weiter. Ich habe mir auch ein Hot Hue geholt. Das steht irgendwo da hinten bei dem Wagen herum. Da ist schon wieder eine Fliege. Es nervt. Das Vieh nervt wirklich. Wie ihr seht, hier ist ganz schön was passiert. Ich will ja die Stadt da hinten am See vorbeiziehen lassen. Und habe deswegen hier auch schon angefangen, eine Aussichtsplattform zu machen. Da muss ich auch noch Zaun und alles verlegen. Und hier wird der Wendepunkt sein. Hier geht die Stadt dann rüber bis zur Wüste. Und an der Wüste entlang zurück, wo das Häuschen von mir steht. So will ich das laufen lassen. Und außerhalb, wahrscheinlich da nach hinten, werden wir mit dem Farming-Distrikt beginnen, wo die ganzen Farmen bzw. Bauernhäuser, Windmühlen, Wassermühlen etc. so ein richtiges großes Bauerndorf. Keine richtige Stadt, sondern ein Dorf. Also mit der Welt habe ich noch einiges vor. Es wird auch so sein, in nächster Zeit startet der Tandoria-Server neu. Da werden dann auch wieder mehr Minecraft-Videos kommen. Also ich will wieder mehr Minecraft machen. Die Let's Plays, die ich so mache, die sind rein zur Unterhaltung da. Ich meine, Let's Play, man schaut es nicht immer. Gerade wenn man Lust drauf hat. Bei Minecraft ist ein bisschen Mehrwert da, weil man eben sehr kreativ unterwegs ist. Ich glaube, ich muss ins Bett. Ansonsten haben wir ein Problem. Und dann werden wir uns da hinten an den Boden machen. Da werde ich mir dann auch noch gleich Stufen machen. Ziegelstufen, Steinziegelstufen. Das einzige Haus, das ich noch nicht eingerichtet habe, ist das, wo ich schlafe. Noch keine Zeit gehabt dafür. Ist aber auch nicht so wichtig, das kommt dann ganz zum Schluss. Ihr seht, da ist noch alles nackig. Außer Little Green, der hockt hier noch immer rum. So, dann brauchen wir Steinziegel mit. Ich werde, was nehmen wir denn mit? Diorit, glaube ich, nehme ich mit für den Boden. Das soll so ausschauen wie da vorne. Das heißt, Diorit haben wir da, glaube ich, irgendwo. Irgendwo müsste ich noch Diorit. Ja, ist genug. Die haben wir auch noch, das ist sehr gut. Die nehmen wir auch mit. Und dort brauche ich keinen, da habe ich irgendwo noch immens viel stehen. Von den ganzen, das ich hier rausgenommen habe. Das ist mega. So. Mauerstücke will ich auch mit dabei haben. Will ich die von Steinziegel haben oder will ich die in Diorit? Weiß ich noch nicht. Schauen wir uns dann an. So. Wie gesagt, der Durchgang, der geht zum See. Und mehr weiß ich eigentlich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da eigentlich habe ich da schon eine Abstufung. Da schauen wir es uns einfach an.
Auf jeden Fall will ich im Boden wieder mit Licht arbeiten. Wo ist meine Schaufel? Ich muss dann auch zu meinem Spawner gehen. Den habe ich euch ja auch noch nicht gegeben. Das ist aber ganz schlecht. Da habe ich nicht mitgedacht. Eieiei. Da habe ich wirklich nicht mitgedacht. Da war ja was, da drunter. Das hatte ich jetzt wirklich nicht bedacht. Naja. Komm. Aber kriegen wir schon hin. Dort haben wir ja mehr als genug. Das ist jetzt wirklich kein Problem. Und so weit ist das jetzt auch nicht, dass man sagen müsste, das muss ich jetzt schneiden. Ja, du bleibst bei mir. So. Hier wollen wir nämlich den Boden jetzt dann einlegen. Der bis dann nach vorne gehen soll. Da geht es dann hoch. Zum See schon. Könnt ihr jetzt nur noch nicht sehen, aber ich garantiere euch, das ist so. So, jetzt holen wir uns da den Rest. Brauche ich nämlich nicht zurücklaufen. So. Wie viel habe ich da? Ah, genug. Genug. Wenn ich ihn runterlegen würde, dann wird das auch klappen. So. Auch noch mit. Lege ich aber da auch einen ein, weil ansonsten haben wir da drin schon wieder Mobspawn. Möglichkeit zumindest. Und das wollen wir ja nicht. So, da müssen wir dann eh mit der Picke durch. So. Hier noch zu, da noch zu. Und dann ist sowieso zu. So. Das nehmen wir noch mit der Picke raus. Und dann passt das. Und weil wir gerade von Server reden, ich poliere gerade mein Java wieder auf. Das heißt, ich lerne wieder, wie man Java programmiert. Und ich hätte dann auch irgendwann, falls die Community interessiert ist, und das will ich jetzt wirklich wissen von euch, einen eigenen Server machen. Einen kleinen, keinen so großen wie Tandoria. Ich werde auch hauptsächlich auf Tandoria spielen, weil ich will einfach mit Manjanka wieder spielen. Das ist, und mit Milskun und Co. Das ist, wir sind eine Truppe und da geht einfach nichts drüber. Aber natürlich ist was Eigenes auch was Schönes. Und wenn ihr wollt, war das jetzt, irgendwas war da komisch, können wir dann darüber reden, dass wir auch einen eigenen Server machen. Auch mit ein paar Plugins, aber die schreibe ich selber. Ich habe derzeit auch einen gehosteten und einen für eventuelle Build Battles, falls irgendjemand Interesse hat. Das ist ein selber geschriebener, der läuft auf meinem PC und der läuft auch nur dann, wenn ich online bin bzw. verfügbar bin. Und so will ich das auch halten. Wenn ich jetzt... Ja, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Nehmen wir den einen hier noch raus. Wenn ich jetzt sage, ich will mit jemandem Build Battle oder irgendwas aufnehmen, dann läuft der Server natürlich und kann losgehen. Und bei dem Server, der ist völlig kostenlos von mir selber erstellt natürlich. Und ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wie gesagt, wenn jemand mal Lust hat, irgendwas mit mir zu machen,
in puncto Minecraft ist das jederzeit möglich. Kostet euch auch nichts, kostet ja auch mir auch nichts. Und auch der gehostete Server, wenn es denn soweit ist, wird euch nichts kosten. Das macht man einfach nicht. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde niemandem Geld nachwerfen. Das ist auch was ich an Manjanka schätze. Er hat auch gesagt, Geld verlangt er von Spielern nicht. Er hat Freude dran, wenn die Spieler Freude dran haben, und so halte ich das auch immer schon gehalten. Jetzt schaut mal, was für eine Doofnudel ich bin. Schon wieder. Und jetzt bin ich wirklich doof, weil jetzt war ich wirklich bei den AFK. Jetzt brauche ich die Behutsamkeitspicke. Muss ja den nach oben ziehen. Das hätte so gepasst. So. Und jetzt so. Soll ja Bodenbeleuchtung sein. So. Und den Rest hier füllen wir auf mit Diorit. Oder wie man Janke es nennt, wir wissen es, polierte Vogelkacke. So. Wird ein schöner Boden, das passt nicht so ganz, das ist ein bisschen im Weg. So, 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 so. Hier auch? Nee, hier nicht. Nicht der. Nicht der. Nicht der, nicht gut, sondern der. Der gut. Der gut. So. Nee, nicht hier. Nein. Die Türken. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt ist der Durchgang hier fertig. Kann ich auch die hier einsammeln. Ich habe mir auch jetzt ein paar bemooste Steine gemacht, damit das ein bisschen bricht. Da muss ich noch viel von denen hier machen, vom bemoosten Bruchstein. Und verteilen am Hafen. Das passt, glaube ich, beim Hafen ganz gut. So, jetzt habe ich, hier fehlt was. Habe ich noch einen? Ich habe keinen, aber ich habe Stein dabei, den ich verwenden kann. So, ich muss kurz, ihr wisst, ja, es wird immer so sein, dass ich ein bisschen Banane bin. So, jetzt passt's aber. So, jetzt, das sieht ja noch relativ nackig aus da drin, gefällt, zumindest mir gefällt es noch nicht. Habe ich da irgendwo im Bett stehen? Nein. Muss ich schnell hoch. Wir sind dann eh schon wieder fast am Ende der Folge, aber den Gang da hinten machen wir noch fertig. Hier ist ein Tierspawn, das ist ja abartig. Ah, gehen wir gleich hier. Geht auch. Kurz was essen, ansonsten ist der Speed weg. So, jetzt aber gleich und sofort. Aua. So, da war es, wo derjenige hier welche gefehlt hat. Weil hier wird sich jetzt auch was tun. Hier will ich Mauerstücke hochmachen. Und ich bin... Wo ist das jetzt hier?
Weil das ist ja abgebaut. Komisch. Ja, als erstes will ich hier noch Treppen einlegen. Nee, nicht so. Sondern so. Und zwar immer nur bis hierher. Dann hier wieder eine setzen, hier freilassen. Ich mache es jetzt nur auf einer Seite, aus Zeitgründen. Ihr wisst dann, was ich meine, nämlich. Rest muss ich dann sowieso alleine machen. Was habe ich denn jetzt gemacht? So war das nicht geplant. So. Und ich denke mal, die machen wir mit denen hier. Daraus machen wir jetzt Mauerstücke und ziehen die Mauerstücke zwischendrin nach oben. Das sieht sicher gut aus. Vor allem auch wegen der Farbe, damit es nicht grau in grau ist. So, aus dir machen wir Mauerstücke. Na, alle. Nicht einer, alle. Ich sollte mir angewöhnen, dass ich einen Stonecutter im Inventar mitführe. Das wäre ein bisschen leichter. Aber ich hab's halt nicht so. Ist so. So. Und hier ziehen wir die so nach unten. Ich muss mir auch oben mit der Beleuchtung noch was einfallen lassen, aber ich denke, da bleibt nicht viel übrig, weil ich ja da oben dann auch noch Dingens einlege. Sei denn? Doch, doch. Das kann ich machen, dass ich da oben noch Glowstone oder eben Redstone-Lampen einbaue und einfach die Dingens unterbreche. Na, das sieht aber auch kacke aus. Das ist ja nicht mittig. Muss ich zwei machen. 2G. Und zwar dann immer hier. Das ist möglich. Moment. Das schauen wir uns gleich an. Folgings. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ne, sind die drei. Was rede ich denn für einen Blödsinn? Das heißt, wir nehmen den hier raus. Und den hier rein und den hier. Das ziehen wir bis da hinten hin. Passt. Alles tut die Paletti. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn sich heute eher mehr mit Boden gemacht hat. Aber das gehört auch dazu. Es ist ein Fleckerlteppich bis jetzt. Ich weiß, ein Flicken da, ein Flicken dort. Aber am Ende kommt was raus, glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, da sind mehr als 10 Jahre Erfahrung mit dabei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.